Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne die verschiedensten Advents- und Weihnachtsmärkte? Und der Weihnachtsmarkt hier in Kitzbühel, der zählt zu den allerschönsten. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und darüber hinaus steht beim Kitzbüheler Weihnachtsmarkt vor allen Dingen eins im Mittelpunkt, nämlich die Kulinarik. Das kulinarische Angebot am Kitzbüheler Weihnachtsmarkt ist traditionell sehr umfangreich und vielfältig. Im Mittelpunkt stehen natürlich heimische Schmankerl, von Kässpätzeln über Spinatknödel bis hin zu Garmkirchen und Krapfen ist allerlei geboten. Und natürlich die Getränke nicht zu vergessen, von Punsch über Glühwein bis hin zu Tiroler Edelbränden. Traditionell sind wir unterwegs, tirolerisch, österreichisch, mit Kirchel und mit Käskropfen. Die Käsekropfen, die sind gefüllt mit drei verschiedenen Käse und mit Kartoffeln. Wo ist das Geheimnis eines guten Käskropfens, damit er so richtig schmeckt? Naja, erstens einmal natürlich muss die Fülle passen, das heißt hochwertige Produkte verwenden. Und natürlich müssen die dann also so frisch wie möglich auf den Teller kommen. Und das passiert bei uns. Wo es läuft am besten? Was ist der große Renner? Wir haben heute etwas Neues im Bochner Berghaus. Das ist einfach ein Berghaus in Schickerei geschnitten, in der geheimen Bierbanade innen. Mit einem Kürbiskern drauf, außerbacken mit einer scharfen Preiselbeersauce. Und da essen die Leute ganz affig. Bei mir gibt es alles hausgemachte Marmeladen, Senf, Meerrettichsorten, super gute Dips und eingelegte Knoblauch und Pesto. Ich habe gelesen, es gibt auch ein Kraut gegen Dummheit bei dir. Wie funktioniert, wie wirkt das Kraut? Das ist bei jedem unterschiedlich, das Kraut gegen Dummheit, aber es hat noch keinem geschaut. Monika, ihr vertretet die Kitzbüheler Bäuerinnen. Was habt ihr bei eurem Stand im Angebot? Ja, jede Menge zum Essen. Da gibt es einmal ein Speckbrot, ein verhackertes, einen Aufstrich, dann das Klotzenbrot natürlich, mit Butter oder ohne, verschiedene Kuchen. Was mögen die Leute am liebsten? Was kaufen sie am liebsten bei euch und warum? Ja, schon das Brot, das Klotzenbrot, das frische Bauernbrot jeden Tag. Und natürlich sehr beliebt sind die Kekse von den Bäuerinnen. Es gibt sehr viele Glühweinstandl da beim Weihnachtsmarkt. Was ist das Besondere an eurem Glühwein? Ja, dass wir den Glühwein selber machen. Da reinkommt dann eben der Weihnachtspunsch, den wir im Vorfeld schon machen, mit viel frischem Orangensaft und Zitronensaft, Rum, Zucker, Zimt, Nelke. Es dauert nicht mehr lang bis zum Heiligen Abend. Was bringt die persönlich in Weihnachtsstimmung? Auf jeden Fall das Kekse backen, das Klotzenbrot backen, der Weihrauchduft, ja, mit Kindern basteln und warten aufs Christkind. Er ist nicht nur wunderschön anzusehen, sondern er hat auch einiges zu bieten, der Kitzbüheler Weihnachtsmarkt, und ist damit für Einheimische wie Gäste auf jeden Fall immer wieder einen Besuch wert.